Herzlich willkommen zu einem literarischen Quartett-Spezial U21. Wir sind auf der Frankfurter Buchmesse, das heißt mitten im Gewühle. Und Spezial U21 heißt, dass wir im Sommer einen Aufruf gestartet haben und junge Menschen, die leidenschaftlich lesen und über Literatur reden, eingeladen haben, sich zu bewerben. Und diese drei sind dabei. Mein Name ist Clara Christ, ich bin 16 Jahre alt und komme aus Suhl in Thüringen. Ich heiße Pauline Letsch, ich komme aus Jena und ich gehe in die 12. Klasse. Mein Name ist Emilia Ebeling, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Darmstadt. Ich habe Schnall dich an, es geht los von Domenico Müllensiefen mitgebracht. Und ich habe es mir ausgesucht, weil es darin um Leute geht, um die es sonst eher nicht geht, weil sie von der Gesellschaft abgehängt sind. Ich habe Yellowface von Rebecca F. Kwong mitgebracht. Eine satirische Abrechnung mit Cancel Culture und kultureller Aneignung. Das ist ein Roman, der den kritischen Blick des Lesers herausfordert. Ich habe die Perlenbrauerei mitgebracht, weil ich fand, dass es auf ganz eindrucksvolle Weise die Bedeutsamkeit von Zugehörigkeit und dem Setzen von eigenen Grenzen gezeigt hat. Und ich habe mich bei aktuellen italienischen Romanen umgeschaut. Schließlich ist Italien auf dieser Buchmesse der Ehrengast. Am meisten hat mich beeindruckt Die zerbrechliche Zeit von Donatella di Pietrantonio. Ein düsterer und trotzdem eigentümlich schwebender Familienroman, der in den Abruzzen spielt. Danke sehr und ein herzliches Willkommen hier auf der Frankfurter Buchmesse. Wir reden gar nicht rum, sondern fangen sofort an. Und zwar fangen wir an mit einfach nur Perlenbrauerei von Jenny Wahl. Und das stellst du vor, Emilia. Genau, also in der Perlenbrauerei geht es um die junge Studentin Jo, die in eine fiktive Stadt in England zieht. Und sie findet dort eben keinen Anschluss und auch keine Wohnung. Und dann nach einer etwas längeren, erfolglosen Wohnungssuche findet sie eine Annonce und zieht dann zu Carol in ein altes Brauereigebäude mit Wänden aus Sperrholz, in dem man alles hört, was die andere Person tut. Und im Laufe dieser WG und dieses Zusammenlebens kommen sich die beiden eben näher und beginnen irgendwie eine Art Beziehung miteinander, in der die Charaktere immer mehr miteinander verschmelzen. Und wie die beiden sich näher kommen, beginnt auch die Natur in dieses Brauereigebäude einzuziehen. Und während draußen Winter ist, ist es drinnen total paradiesisch und Pflanzen wachsen aus allen Ecken und Winkeln der Brauerei. Und irgendwann zerbricht diese Beziehung und die beiden entwickeln sich auseinander. Und parallel dazu beginnt auch diese Brauerei zu verrotten und dieses paradiesische Verhältnis, in dem das sich die beiden geschaffen haben, zerbricht irgendwie total und das gipfelt eben darin, dass Jo dann schlussendlich auszieht aus dieser Brauerei. Und ich fand dieses Buch total beeindruckend, weil die Eindrücke der Protagonistin total synästhetisch beschrieben werden und man total mit dem Buch verschmilzt, wie sie auch mit ihrer Umwelt verschmilzt. Sie verschmilzt mit Charakteren um sich herum, sie verschmilzt mit diesem Brauereigebäude, bis sie irgendwann ihre eigene Identität kaum noch wahrnehmen kann. Und im Kontext dessen ist eben auch dieses Thema von Grenzsetzung und Grenzen ziehen zur eigenen Welt. Die Wände in der Brauerei bestehen aus Sperrholzplatten und sie selber kann auch keine Grenzen ziehen. Sie selber ist der Umwelt total ausgeliefert und das fand ich thematisch total gut und künstlerisch aufgegriffen in diesem Roman. Mhm. Ich muss sagen, die Perlenbrauerei war so ein Buch für mich, wo ich die Geschichte nicht wirklich unbedingt nacherzählen könnte. Also was davon bleibt, sind vor allem Eindrücke und Gefühle, sowas wie Ekel, Scham oder Faszination, weil man eben diese sehr bildhafte Sprache hat und diese ganzen Sinneseindrücke. Also da werden Geräusche beschrieben, wie das Saugen des Tees aus dem Keks oder die Wellen in Milchkarton. Und das sind Eindrücke, die mich teilweise ein wenig verstört haben, muss ich sagen, besonders im Verlauf des Buchs, weil sie immer intensiver werden. Pauline? Ich fand das, diese ganzen Eindrücke fand ich eher nicht verstörend. Ich fand das ganz berührend und irgendwie sehr schön, so tief in die Dinge hineinschauen zu können. Ich weiß gar nicht, ob du das schon erwähnt hattest. Ich glaube noch nicht, die studiert ja Biologie. Also die kommt als Austauschstudentin in diesen fiktiven Ort oder in diesen Ort. Der Name ist auf jeden Fall fiktiv. Und
Das ist ja schon interessant. Also ich hatte beim Lesen den Eindruck, da konkurriert, weil was machen Biologen? Sie analysieren, also sie schauen in die Natur hinein, sie haben Mikroskope und immer noch höher auflösende Mikroskope und gucken in die Zellen rein und den Dingen im wahrsten Sinne des Wortes eben unter die Zellhäute. Und das versucht sie wie literarisch, glaube ich, zu überhöhen. Also dass diese Biologiestudentin wird selber zu so einer Art atmendem Mikroskop, die eben auf einmal sehen kann. Also das wird alles so merkwürdig durchlässig, das habt ihr ja schon beschrieben. Das wird so durchlässig und eben die Sachen verfließen. Und das hat mir literarisch eigentlich auch sehr gut gefallen. Ich hatte eher, dann das wäre auch eine Frage an euch, ich war ein bisschen überrascht, dass ein Roman, das ist ja ein sehr aktuelles Buch, die Autorin ist, glaube ich, Jahrgang 1980, ist auch Performerin, dass ich erstaunt war, wie dann doch auch schambehaftet diese Erkundung von Sexualitätsgeschichte und auch die queere Geschichte daran, dass das einerseits ja, Clara, da hast du ja schon darauf hingewiesen, auch mit einer großen Schamlosigkeit wird da auch beschrieben, wie die urinieren und das hört man alles und sieht man auch zum Teil. Und gleichzeitig fand ich, gibt es aber auch, was mich sehr überrascht hat bei so einem so heutigen Buch, dass das so schambehaftet auch erzählt wird. Oder ist das, habt ihr das nicht so gelesen? Also ich würde sagen, sie spielt schon sehr mit diesen Narrativen und mit Sexualität und so. Ich finde gerade in diesem Kontext ist auch dieses Motiv der Perle ganz spannend, weil sie fungiert auch immer als Fremdkörper. Sie ist so in sich eine sehr geschlossene Person. Sie ist auch eigentlich nicht unsicher oder so. Sie ist eigentlich ein selbstsicherer Charakter, der aber dennoch, egal wo sie hingeht und insbesondere in dieser Stadt ist sie ein Fremdkörper und in diesem Brauereigebäude ist sie auch zu Beginn ein Fremdkörper und dann verschmilzt sie immer mehr mit dieser Umwelt. Und ich finde, gerade wenn man das im Kontext mit dieser Sexualität betrachtet, macht auch dieses dünnhäutige Motiv von ihr Sinn. Also ich finde, es findet sich alles immer wieder in dem Buch in ganz unterschiedlichen Motiven. Das habe ich sehr geschätzt beim Lesen. Diese ganzen vielen Motive haben das Buch irgendwie in ein ewig langes Gedicht für mich verwandelt. Und ich finde auch besonders schön diese Kontraste, die sie setzt. Also einmal gibt es ein Buch, was Carol liest, was so übelste Schnulze und schlimmster Sex ist. Und das steht dann im Kontrast zu so einem sehr sanften und ausprobierenden Sachen, die sich zwischen ihr und Carol entwickeln. Wobei ich sagen muss, dass diese Entwicklung in dem Buch, da ist teilweise für mich die Ästhetik verloren gegangen, weil ich finde, stellenweise ist der Übergang von so einer Erotik in diesem verwesenden Haus, der Übergang zu reiner Perversität sehr fließend. Und ich fand es da teilweise schwierig, manche Szenen wirklich ernst zu nehmen, weil ich dachte, das ist jetzt wirklich nur noch, um hier noch mehr Sex reinzubringen oder so. Und ich finde, wie sich die Beziehung entwickelt, da wird das immer perverser. Ich finde aber, das ist auch für mich elementarer Teil dieser Geschichtserzählung, weil für mich ist es eine Geschichte über eine Frau, die sich emanzipiert und die total zu sich selbst findet. Sie findet raus oder sie lernt über ihre Sexualität, sie lernt, was es heißt, eine Frau zu lieben, sie lernt, was es heißt, wenn ihre eigenen Grenzen nicht wahrzunehmen und wenn Grenzen verschwimmen und dass sie Grenzen auch setzen muss. Und ich finde, sie ist ein total sensitiver Mensch und irgendwie finde ich diese Entwicklung in der Beziehung selber, die ist zwar fast toxisch oder man merkt, dass es ihr auch teilweise einfach nicht gut tut, aber man merkt auch, dass es für sie als Charakter und sie als Person total weitergebracht hat, diese ganzen Begebenheiten und dass sie eben in diesem Prozess mit diesem Verschmelzen und die Natur ist da, eben irgendwann einfach für sich dann lernt, okay, jetzt muss ich eine Grenze ziehen und auch, also man ist als Leser eben wie mit diesen Sperrholzplatten immer dabei. Also es sind auch als Leser ist es irgendwie grenzüberschreitend, das mitzubekommen, was diese Charaktere machen. Es ist grenzüberschreitend, wenn ich lese, wie jemand aufs Klo geht oder so. Aber ich finde, das ist ein ganz starker stilistischer, also eine ganz große stilistische Stärke auch von dem Roman. Wie ist es euch damit gegangen, dass ihr auch schon sehr, sehr tief in die Bibelmetaphern, Motive, Klaviaturen greift? Also
da sind Äpfel auf einmal, also diese ganze Brauerei wird mit verrottenden, also wird erst mit Äpfeln quasi geflutet, die dann alle vor sich hin rotten, und am Schluss kommt dann tatsächlich auch die Schlange als, also tritt nicht auf, aber kommt als Motiv vor. Wie ist es euch damit gegangen? Habt ihr das stimmig gefunden und habt ihr irgendwie eine Vermutung, was, also, weil das ist ja auch immer so ein Thema, also sie ist Biologin, also ein Roman einer Biologin, und dann kommt wahnsinnig viel biblische Schöpfungsgeschichte vor, wo ich mich auch gefragt habe, also was ist der Reiz genau für die Autorin, das so zusammenzuspinnen? Für mich hat das alles sehr, sehr gut zusammengepasst. Ich fand, es war nur manchmal ein bisschen drüber erzählt. Also diese Äpfel, das versteht man ja auch irgendwie beim Lesen. Da muss mir nicht noch zum tausendsten Mal erklärt werden, ja, die sollen das Paradies bedeuten übrigens. Das habe ich schon mitbekommen. Und ich weiß auch, dass die Autorin mir damit sagen möchte, irgendwie hier entsteht eine Liebe. Und also so die Schöpfungsgeschichte in der Bibel ist einfach eine Liebesgeschichte, die auch irgendwann getrennt werden muss und ist dann natürlich ein kleiner Spoiler sozusagen schon in dem Buch drinne. Aber in sich fand ich es stimmig, nur manchmal ein bisschen übertrieben. Ich finde, darunter versteckt sich auch so eine sehr zynische Weltsicht, weil man hat dieses Motiv des Garten Edens, der dann aber im Verlauf des Buchs immer weiter verfällt. Und das ist was, was ich, glaube ich, der Autorin nicht so ganz abgenommen habe. Also, dass man da nicht so einen kleinen Hoffnungsschimmer hat, dass man nicht gesagt bekommt, es gibt irgendwo das Paradies und man muss danach suchen, sondern dass sie in diesen verrottenden Garten Eden so absorbiert wird, die Protagonistin. Aber ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass mir dieser Hoffnungsschimmer gefehlt hat, weil ich finde, sie als Charakter, also Joe, macht eine total positive Entwicklung eigentlich durch. Und ich finde, ihre Entwicklungen waren auch immer sehr nachvollziehbar für mich. Also so, wir erleben, wie sie dahin zieht und wie sie total einsam ist. Und dann erleben wir irgendwie so den ersten Prozess. Sie findet irgendwie dann eine Heimat und einen Ort, wo sie sich wohlfühlt, wo sie sich entfalten kann. Und dann merkt sie eben, okay, dieser Ort ist es aber nicht, und ich lese da auch in gewisser Hinsicht eine Gesellschaftskritik raus, diese paradiesischen Zustände, die wir suchen, die gibt es vielleicht so nicht, aber das heißt nicht, dass wir uns als Menschen oder als Charaktere nicht weiterentwickeln können. Also ich finde, man erlebt schon einen Emanzipationsprozess, den sie durchlebt, und ich fand den auch authentisch. Wie ist es euch damit gegangen, dass die Männerfiguren in dem Buch, also irgendwo kommt auch das lustige Wort vor, was ich bislang noch nicht kannte als Wortspiel, dass die Manimals, also eben Männer-Animals sind? Fandet ihr das auch eher überzeichnet? Oder, weil da habe ich mich zwischendurch auch mal, also da war es mir ein bisschen zu viel, wo ich dachte, ja, also das, die jetzt alle irgendwie potenzielle Vergewaltiger und dreckige Hinterherpfeifer, also das war mir ein bisschen zu viel, dass die Männer da alle als Manimals bezeichnet werden. Also ich fand, also es ist natürlich so, dass Männer für mich gar nicht so unbedingt die zentrale Rolle eingenommen haben. Also wir haben eben eigentlich, finde ich, zwei sehr elementare Männer. Und ich finde eher, dass es um die Unabhängigkeit der Frau vom Mann geht. Also klar könnte man sich natürlich überlegen, ist es sinnvoll, einen positiv wahrgenommenen Mann noch einzufügen. Aber ich fand die Männer in der Geschichte, wie sie waren, irgendwie, sie haben schon reingepasst. Also es ist schon ein valider Kritikpunkt, aber ich finde, dass es ja auch um ihre Rolle als Frau geht und es geht viel um Weiblichkeit. Und insofern finde ich es auch gut, dass Frauen die Bühne geboten wurde in diesem Roman. Okay, wir kommen zu einem zweiten Roman, wo auch eine sehr große Bühne für zwei sehr interessante Frauencharaktere geschaffen wird. Yellowface von Rebecca F. Kuang, und das hast du dabei, Clara. Genau. Also ich habe Yellowface, Rebecca F. Kuang ausgewählt, weil es ein schonungslos satirischer Roman ist, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und zwar, weil er das Urteilsvermögen des Lesers ein bisschen in Frage stellt. Das heißt, es geht darin um eine erfolglose weiße Schriftstellerin, die das unveröffentlichte Manuskript ihrer kürzlich verstorbenen Freundin stiehlt, einer chinesischstämmigen Star-Autorin. Und diese Diebin ist zugleich die Ich-Erzählerin, die sich im Verlauf des Romans immer mehr in ein Netz aus Lügen verstrickt. Deshalb kommt man als Leser zwanghaft irgendwann an diesen Punkt, wo man sich fragen muss, inwiefern kann ich den Worten dieser Ich-Erzählerin noch Glauben schenken? Man ist also quasi die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen dieser manipulativen Ich-Erzählerin und dem eigenen moralischen Bauchgefühl.
Und die Autorin verfasst diese Geschichte eigentlich rund um die Frage, wer hat das Recht, über sensible Themen zu schreiben? Also konkret ist es da der Fall, darf eine weiße Person die Geschichte chinesischer Arbeiter im Ersten Weltkrieg erzählen? Und die Autorin nimmt den Leser quasi an die Hand und führt ihn heran an die Antwort auf diese Moralfrage. Und gleichzeitig ist der Roman eine sehr unterhaltsame Abrechnung mit Cancel Culture, mit kultureller Aneignung, der Härte von Social Media und der Oberflächlichkeit in der Buchbranche. Und ja, deshalb freue ich mich sehr, das Buch heute beitragen zu können. Findest du, also ja, das Buch führt einen heran an die moralische Einschätzung von diesem Diebstahl, diesem Identitätsdiebstahl, aber findest du, er sagt eine Antwort darauf? Findest du, er gibt eine klare Antwort darauf? Ich finde schon, also ich finde den Roman nicht irgendwie subtil. Ich finde, es wird schon sehr deutlich, dadurch, dass man diese Entwicklung der Ich-Erzählerin mitverfolgen kann, die einem quasi immer unsympathischer wird. Und irgendwann kommt man zwanghaft an den Punkt, glaube ich, wo man sagt, jetzt weiß ich die Lösung. Also was sie da tut, ist falsch. Oder ich glaube, kaum einer wird denken, was sie da tut, ist richtig. Also ich muss ja sagen, ich fand gerade so dieses Unsympathische, das war mir an einem gewissen Punkt, fand ich es dann schon fast unglaubwürdig, weil ich hatte keinen richtigen Sympathieträger in dem Buch. Ich fand, alle Charaktere waren irgendwie furchtbar durchtrieben und hatten irgendwie dann noch dieses oder jenes Motiv, was sie irgendwie antreibt. Und sie waren sehr eindimensional. Ich fand auch das am Anfang sehr interessant, weil mich hat es fast an so eine politische Karikatur über das Verlagswesen in Buchform erinnert. Und ich finde den Ansatz total spannend. Aber irgendwann fand ich, war es mir dann ein bisschen zu repetitiv. Und manchmal hatte ich dann auch so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt musste sie hier wieder was einfügen, weil sonst hätte der Plot nicht mehr funktioniert. Und manchmal war es mir etwas weit hergeholt vielleicht. Also auch so die Figurenentwicklung und dieses, ja, dann macht sie das und sie ist irgendwie total unsympathisch und sie hat echt nichts Gutes an sich irgendwie. Das ist interessant, dass ihr die so negativ gelesen habt, diese Figur, weil, also das kann man ja auch, also ich würde euch auch recht geben, also ich habe es auch durchaus als eine Satire auf verschiedene, also Satire auf Marktmechanismen im Literaturbetrieb, eine Satire auf den Wahnsinn, der auf Social Media tobt, wo ein Shitstorm den nächsten Gegenshitstorm jagt. Es ist aber natürlich auch eine wahnsinnige Liebeserklärung ans Schreiben wollen. Also weil ich habe mich zwischendurch auch mal gefragt, ob man diesen Roman, ich glaube du Clara hast auch das schicke Exemplar mit dem Farbschnitt, mir hat der Verlag kein Farbschnittexemplar geschickt. Also man könnte das ja auch, habe ich mich am Anfang gefragt, ist das jetzt eigentlich das, wo es hier auf der Messe eigene Hallen gibt, nämlich New Adult? Also wo man sich sehr explizit an ein weibliches, junges Lesepublikum wendet und man auch gerne so eine romantische Geschichte ja hat. Und dafür ist das Buch aber dann ja eigentlich viel zu böse. Und ich habe gefragt, wo ist hier eigentlich der romantische Plot in dem Buch? Und da war meine Antwort, das ist wirklich die große Liebeserklärung ans Schreiben. Oder habt sich das euch so nicht erschlossen, dass das, und es geht ja auch um die Frage, wo nimmt ein, also einige von euch schreiben ja auch selber, also es geht natürlich um die große Frage, wo nimmt so ein Autor seine Ideen her und dass das immer nur ein Fußbreit von der Aneignung fremder Geschichten und vom Diebstahl weg ist, also wie sie das erzählt und deshalb war die mir dann gar nicht, also natürlich, die will man nicht zur besten Freundin oder gar nicht zur Freundin haben, diese Figur, aber mir hat die sich dann doch sehr erschlossen irgendwie im Laufe dieses Romans. Also ich fand, sie passt ihr Narrativ eben immer sehr an die öffentliche Meinung an und sie ist irgendwie keine Person, die ihr Leben selber in die Hand nimmt. Also ich hatte das Gefühl, sie ist immer die ganze Zeit totales Opfer ihrer Umstände und ich fand auch dieses Narrativ, was ist denn eigentlich gute Literatur? Also sie beschwert sich ja, okay, sie kann keine gute Literatur machen, weil sie eben nicht divers genug ist und dann in dem Kontext veröffentlicht sie ja dann aber dieses Buch und was sie ja gestohlen hat und es ist ja total der Hit. Und ja, also das muss man vielleicht, also sie hat es ja nicht so krass gestohlen. Also ich finde, das Interessante an dem Buch ist, also sie nimmt dieses begonnene Manuskript von der toten, wie auch immer, Freundin und sie schreibt das ja, also da verwendet dieser Roman ja einen gewissen Aufwand zu erzählen. Nee, also das entsteht, also die nimmt das schon als Ausgangsbasis, aber sie arbeitet und sie muss eher feststellen, verdammt, ich bin kein Originalgenie. Ich kann eigentlich immer nur Sachen weiterarbeiten, wo diese andere Athena schon vorgelegt hatte.
Naja, aber ich weiß auch nicht, wie viel sie daran selber wirklich gearbeitet hat, weil sie so eine herrlich unzuverlässige Erzählerin ist. Also man kann gar nicht sagen, ob sie nicht vielleicht einfach das ganze Manuskript geklaut hat und dann einfach erzählt, ja, ich habe da ganz viel dran gearbeitet. Sie redet sich das im Laufe des Buches ja auch selber immer weiter ein, dass sie es immer weiter glaubt. Deswegen bin ich gar nicht so überzeugt, wie viel sie davon selber geschrieben hat. Aber ich fand das ziemlich herrlich, so eine Figur zu lesen, die einfach unsympathisch ist. Und alle Figuren waren unsympathisch, aber die Autorin hat es trotzdem geschafft, dass ich interessiert bin, wie diese Geschichte weitergeht. Also ich hatte keine Sympathie für die Figuren, aber ich wollte trotzdem gerne wissen, wie es mit ihnen, wie das ausgeht. Ich glaube, das Schlimme an diesem Bearbeitungsprozess des Manuskripts ist eigentlich auch, wie sie das Manuskript weich gezeichnet hat. Also die weißen Figuren wurden da weniger rassistisch gemacht und ihre Aussagen weniger schlimm. Und dann wurde hier und da noch eine romantische Szene eingefügt, damit es auch wirklich den weißen Leser anspricht. Und ich glaube, da kommt dann dieser Titel Yellowface wieder rein. Also dass sie diese Geschichte nicht versucht, authentisch zu erzählen, sondern als etwas, das sich gut vermarkten lässt und was sich gut verkaufen lässt. Wobei man sagen muss, da schlägt aber dann schon auch die Verlagsbetriebssatire zu. Also da sind ja, wir kriegen ja Einblicke in Lektorats- und Verlags-PR-Prozesse sehr ausgiebig, wo man schon merkt, die Autorin weiß sehr genau, worüber sie schreibt. Und da muss man sagen, da weiß ich jetzt nicht genau, wo die schlimmsten Schurken, also das ist in dem Buch, würde ich mal sagen, offen, wo die größten Schurken sitzen. Also sind das dann nicht eher Menschen in Verlagsabteilungen, die dann auch ein Buch trimmen in eine bestimmte Richtung, weil sie sicher sind, dass man das dann besser auf dem Markt platzieren kann. Also da würde ich sagen, bleibt der Roman doch schon interessant in der Schwebe. Also gerade dadurch, dass wir eben den Lektoratsprozess auch mitkriegen. Ja, ich würde auch sagen, ich fand das ganz spannend, wie diffus das geblieben ist, weil es gibt nicht so den einen super Bösewicht, aber mir war es irgendwann eben dann doch, also gerade die Charaktere und wie furchtbar unsympathisch jeder Einzelne ist, das wurde mir irgendwann zu unglaubwürdig. Also, dass es irgendwie niemanden gab, der versucht hat, empathisch zu sein oder nett zu sein, das war mir dann irgendwann ein bisschen zu doll. Und dadurch, finde ich, hat das Buch für mich an Glaubwürdigkeit verloren, auch wenn ich das Thema furchtbar spannend finde und auch eigentlich die Idee total toll fand. Aber manchmal hätte ich mir so und Funken Nettigkeit, glaube ich, da drin gewünscht. Ja. Wobei ich glaube, diese Figuren, die du so unsympathisch findest, die bewegen sich einfach alle in einem sehr unsympathischen Kosmos. Also das sind Leute auf Social Media, die irgendwelche Morddrohungen verschicken und der Rest sind Leute im Verlagswesen, die auch diese ganze größere Debatte eigentlich nicht an sich ranlassen. Also ich glaube, das sind jetzt nicht die normalen Menschen, wo man das vielleicht wirklich unglaubwürdig finden würde, wenn da jeder unsympathisch ist. Ich würde aber schon sagen, dass es Raum dafür gegeben hätte. Also ich finde, es gab schon Charaktere, wo man das hätte zulassen können und sie, manchmal finde ich, merkt man auch so einen Funken davon, also gerade im Umgang mit Athenas Ex-Freund oder so, merkt man schon auch einen Funken Empathie und da finde ich, hätte man das auch weiter ausbauen können, hätte ich mir persönlich, glaube ich, gewünscht von dem Buch. Okay, ich sehe, wir werden uns bei diesem Buch nicht so richtig einig. Mal schauen, wie das beim nächsten wird. Wir kommen zu Domenico Müllensiefen. Schnall dich an, es geht los. So heißt das Buch. Ja, dieses Buch wird gerade als der Ostroman des Jahres gehandelt, ist aber für mich kein Roman über den Osten, sondern ein Roman aus dem Osten. Es geht um Marcel, der im imaginären Dorf Jetzenbeck in der Altmark lebt und dort passiert eigentlich nichts. Wenn Sachen passieren, sind es meistens nicht so schöne Sachen. Also seine Schwester fährt sich mit dem Auto an der Friedhofsmauer tot, sein Vater und dessen bester Freund schmuggeln Nazikram und seine große Liebe hat vor Jahren das Dorf verlassen und ist spurlos verschwunden. Dieses Buch behandelt große Ostprobleme dieser Zeit, also die Bildungsmisere, Lohnungerechtigkeit und den Rassismus. Was mich aber daran trotzdem fasziniert hat und was mir sehr im Gedächtnis geblieben hat, ist die Art, wie Domenico Müllensiefen Orte beschreibt, Gegenden, mit so vielen Details und so viel Liebe zum Detail. Ich kenne solche Orte. Also so eine Drehfleischspießbude, so ein Bahnhof, so eine Autowerkstatt, das kommt mir alles so realistisch vor. Das hat Erinnerungen in mir wachgerufen, die ich gar nicht mehr aktiv hatte.
Und ich wollte euch fragen, ob euch das beim Lesen genauso ging oder ob ihr da eher langweilige, überspitzte Klischees drin gesehen habt. Also ich bin ja ein Westgewächs, also Frankfurt am Main. Und so gesehen war das jetzt erstmal ein Milieu, wo ich jetzt nicht sagen kann, das weckt auf die Weise was. Und das Buch hat mich aber vielleicht auch gerade deshalb mindestens genauso beeindruckt, weil ich den Eindruck hatte, also klar, eben, du hast ja auch am Anfang gesagt, das ist so ein Riesenthema, wo ist der Ostroman, der uns erklärt, was da los ist, aus so einer arroganten Westsicht. Und ich finde schon, dass der Domenico Müllensiefen das auf eine erstaunliche Weise hinkriegt, uns dieses Milieu, also auch gerade, wenn man eben jetzt nicht, also wenn du sagst, bei dir kommen richtig fast, ja, vielleicht sogar Körper, also richtig Erinnerungen hoch, das würde ich sagen, ich habe den Eindruck, ich fange es auch an zu sehen, zu riechen, diese unglaublich schöne Beschreibung, wie dann auch noch diese Eisenbahn, also die wird immer, ich glaube, Ferkeltaxe genannt, also so eine Bimmelbahn, wo man die auch ständig hängen bleibt und dann wird sogar die auch noch zugemacht. Und wie er da einen Bogen schlägt, sagen, das war mal Utopia-Aufbruch, das war fast schon Amerika. Also unsere Vorväter kamen mit dieser Bahn gewissermaßen, das war das Sprungbrett nach Amerika und alles geht vor die Hunde, alles verrottet und das macht er schon, würde ich erstmal sagen, mit einem hohen Realismus. Ich habe ein Problem mit den Dialogen, aber mich würde jetzt erstmal interessieren, wie es den beiden anderen damit ging. Also ich muss sagen, am Anfang war ich etwas skeptisch bei dem Roman, weil ich dachte, also der schlecht verdienende Mann an der Drehfleischbude oder das kleine Kind, was schlecht in der Schule ist oder der Nazi-Onkel. Also das sind doch wirklich Figuren, die sehr gut ins Klischee passen. Wie viel Wahrheit denn dahinter steckt, ist die andere Frage. Aber das Buch hat mich am Ende doch noch überzeugen können. Und zwar, weil ich finde, da sind teilweise Sätze drin, die einen wirklich bewegen. Also Sätze über Heimat und dass der Begriff Heimat was Kompliziertes ist, etwas Schweres und manchmal Schmerzhaftes. Aber der Autor bringt sehr gut rüber, dass Heimat auch bedeutet, Wurzeln zu schlagen. Und dass man sich nicht aus diesen quasi verlorenen Orten einfach dass man nicht aus ihnen flüchten sollte, sondern dass man versuchen sollte, diese Heimat aufzubauen. Ich fand insbesondere die Charaktere auch in dem Kontext total spannend, weil die Charaktere für mich alle für total unterschiedliche politische Ideen standen. Also wir haben da einmal seine Ex-Freundin Steffi, die junge Frau, die dann in den Westen gegangen ist und ihr Glück gesucht hat und da aber irgendwie auch nicht so richtig erfolgreich mit geworden ist. Wir haben Vanessa, seine Schwester, die sich umgebracht hat und die eigentlich total hoffnungsvoll war und die total dringend raus wollte, aber der eben total diese Perspektive gefehlt hat. Also ich finde, man hat sehr viele politische Ideen in diesem Buch gesehen und manchmal war es mir auch ein bisschen so ein Abgeklapper, okay, jetzt müssen wir noch das Nazi-Thema abklappern und dieses und jenes und das mit der Infrastrukturschwäche und so, aber ich fand es trotzdem stark, also manchmal war es mir ein bisschen zu wenig subtil, aber ich fand gerade, wie das in die Charaktere und in die Geschichte eingebettet wurde, hat es doch funktioniert für mich. Fandet ihr, wie die Figuren sprechen, immer überzeugend? Also das Lustige ist, der Autor tritt ja auch, by the way, einmal so als quasi versteckter Auftritt selber auf und der ist das größte Arschloch, sagt er über sich selber, der Mülle, der ist immer schuld an allem. Und der Mülle ist aber einer von denen, die weggegangen sind. Also der Mülle hat in Leipzig Literatur studiert und kommt jetzt zurück. Und ich fand manchmal, dass, also der Autor Müllensiefen seinen Figuren, also glaubt ihr zum Beispiel, dass eine Mutter, von der erzählt wird, die pfeift sich die Birne immer zu mit Bretterknaller, was wohl irgendwie so ein Apfelweinzeug, glaube ich, ist und die an der Kasse sitzt und sagt die so Sätze, ach Marcel, dein Vater war auch oft in Ordnung, ich habe mich immer vor deinen Vater gestellt, so lange, bis er irgendwann auf mir stand, dann musste ich den Ballast loswerden. Ich dachte, so redet doch eher einer aus dem Prenzlauer Berg, die irgendwie 2 Semester Psychologie studiert hat und oder mindestens eine Therapie hinter sich hat. Also da hatte ich ein Glaubwürdigkeitsproblem manchmal mit der Art und Weise, wie die Figuren reden. Der kleine Junge, der Lukas, also so redet auch kein kleines Kind. Hallo Onkel Marcel. Also, aber hattet ihr weil ich habe mich dann gefragt, vielleicht ist das aber auch okay, dass er das so macht, weil das natürlich eine Chance ist zu sagen, also ich weiß jetzt auch nicht, wenn man da einen völligen O-Ton-Fetischismus betreiben würde, also ob man damit die Figuren nicht vielleicht auch verraten würde. Also das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe, aber vielleicht ist das auch schon wieder eher eine Berliner Perspektive. Die Dialoge zwischen Marcel und gleichaltrigen Leuten, die fand ich wiederum sehr überzeugend und sehr ehrlich.
fast schon filmisch. Also als hätte Domenico Müllensiefen da schon so ein Drehbuch im Kopf gehabt. Da gab es auch manche Szenen, die so ein bisschen Slapstick-Comedy waren, wo man schon fast gesehen hat, wie er das da in seinen Kurzfilm macht. Und wenn der Autor in seinen Dialogen diese sehr blühende, bildhafte Sprache auspackt, ist das vielleicht auch sein Weg, diesen Figuren eine Stimme zu geben. Also dass man ihnen wirklich zuhört und nicht nur, weil man halt gerade dieses Buch liest, aber dass es Worte sind, die einem wirklich nahe gehen. Ihr habt das ja auch schon ein paar Mal angesprochen, man sagt, klar, also natürlich rechnet man die ganze Zeit damit, wenn man so einen Roman, der in so einem Dorf in der Altmark in Sachsen-Anhalt spielt, dass da natürlich irgendwer in der Verwandtschaft, salopp gesagt, wird schon Nazi sein und sind dann auch prompt irgendwie, wie soll man sagen, so eineinhalb, also der eine ist ein Veritabler und ist auch noch stolz drauf und der andere bei dem Vater des Ich-Erzählers weiß man es nicht so genau und dieser Nazi-Devotionalienhändler, der darf dann ja aber auch schon, also der hält einem seitenweise Vorträge, die wirklich aus dem Handbuch eben des Neonazis sind. Also am Anfang bin ich da auch schon erstmal zusammengezuckt und dachte aber, naja, okay, wie soll ein Autor eben literarisch damit umgehen? Also hattet ihr da den Eindruck, doch, das hat er eigentlich klug und richtig und auch auf eine gewissermaßen eben letzten Endes literarisch ehrliche Weise gelöst? Oder hattet ihr mit diesen seitenweise vor sich hin Nazi-Schrott absondernden Dirk oder wie er heißt, also eben der Onkel Dirk, wie ging es euch mit der Figur? Also ich denke, gerade wenn man so Nazis oder so literarisch darstellen will, muss man sich natürlich auch schon fragen, okay, wie transportiert man das? Ich finde, es ist ihm eigentlich ganz gut gelungen, weil man irgendwie, also man hat nicht das Gefühl, man soll jetzt sympathisieren mit ihm. Ich finde immer so diese, oh, mein bester Freund der Nazi-Geschichten, ein bisschen kritisch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das was war, worauf er aus war, sondern dass es eben darum ging, irgendwie Argumentationsstränge wiederzugeben, aber dass es nicht darum ging, man sollte ihn nicht verstehen oder so. Also das ist einfach ich hatte das Gefühl, einfach eine Wiedergabe von dem war, was er vielleicht auch selber erlebt in seinem Umfeld. Also er ist ja auch aus dem Osten und er kommt ja auch aus der Altmark. Also ich hatte schon das Gefühl, dass man da auch diese bisschen pseudobiografischen Elemente immer mal wiederfindet in dem Buch. Er hat da einfach Leuten sehr, sehr genau zugehört. Und das finde ich ist auch schon eine Kunst, einfach so genau zuzuhören, dass man das dann auch wiedergeben kann. Weil ich weiß nicht, wenn mich jetzt irgendjemand so voll quatschen würde, ich würde am liebsten weglaufen. Und deswegen fand ich das, er hat ja nicht gesagt, dass das alles richtig ist, aber er hat das einfach erstmal in den Raum geschmissen, dass man das lesen musste und dass man einfach mal das zuhören musste. Und man muss ja nicht verstehen, was die Figuren denken, aber man soll schon verstehen dürfen, warum die Figuren das denken. Ja, und das, also eben, was soll er machen? Also ich meine, der ist ja nun nicht wirklich als extra Sympathieträger gezeichnet, dieser Onkel Dirk. Und wobei ich mich dann auch schon gefragt habe, naja, also eigentlich ist es ja ein wunderschönes Motiv. Also dich hat es ja, glaube ich, dann eher so ein bisschen gestört, dass da also die Drehfleischbude, die einen, muss man vielleicht auch noch sagen, eigentlich betreibt die einer, der ursprünglich aus Kuba stammt und offenbar in die DDR gekommen ist. Und das ist ja eigentlich sehr hübsch, dann fast so ein bisschen wie das Diversity- oder Multikulti-Paradies in diesem Jetzenbeck, weil das überhaupt der einzige Ort ist, wo irgendwas anders ist. Und da hockt dann zum Beispiel dieser Nazi Dirk und das hat aber auch eine hohe Selbstverständlichkeit. Aber vielleicht ist das auch einfach genau der Realismus, der ganz viel von der Realität in dieser Art von Orten widerspiegelt. Also diese Paradoxie, dass der irgendwie seine Kohle mit Nazi-Devotionalienhandel als Krimineller verdient, dann aber ist ja, in dem quasi kleinen Multikulti-Paradies von Jetzenbeck, aber klar halt jeden Tag rumhockt. Aber oder ist das eher eben, ist das eine Verharmlosung? Nö, oder? Nein, ich glaube, für viele Leute ist das schon eine Lebensrealität, dass besonders in so kleineren ostdeutschen Orten einfach sehr viele verschiedene politische Meinungen aufeinandertreffen oder sehr gegensätzliche, vielleicht nicht viele, aber was soll man tun? Also es ist ein Dorf, man kann sich da schlecht aus dem Weg gehen und ich finde es schon realistisch beschrieben. Und es kommt ja dann auch zu Auseinandersetzungen, auch körperliche teilweise. Dann gibt es diese Flashbacks, wo man auch merkt, da war schon immer eine gewisse Spannung da und ich finde, das porträtiert der Autor eigentlich ganz gut. Okay, wir bleiben in Regionen, die arroganten Zentren immer abgehängt nennen. Allerdings gehen wir nach Italien. Ich habe einen
Roman dabei von Donatella di Pietrantonio. Er heißt Die zerbrechliche Zeit. Und er spielt in den Abruzzen. Es ist im Zentrum steht eine Mutter-Tochter-Beziehung, kann man sagen. Die Mutter arbeitet in diesem Dorf als Physiotherapeutin. Die Tochter ist zum Studieren nach Mailand gegangen, wollte eben aufbrechen aus dem Ort, wo sie eigentlich verwurzelt ist, in die große Welt. In Mailand wird sie überfallen. Das offensichtlich steckt sie schlechter weg, als man am Anfang denken konnte, wo eigentlich auch die Mutter und die Mitbewohnerin das eher so runterspielen und sagen, naja, ist ja nicht wirklich was passiert, Handtasche weg, was soll's. Und dann bricht auch noch die Pandemie aus. Also wir erinnern uns, Italien besonders hart getroffen. Also diese Tochter kommt zurück in dieses Dorf, in den Abruzzen. Und es entsteht dann so eine merkwürdige, schwebende Atmosphäre, fand ich, weil die Mutter auf einmal an ein viel brutaleres, viel dramatischeres Verbrechen, was sie als junge Frau, als sie so alt war wie ihre Tochter, die 20-Jährige, nicht am eigenen Leib erlebt hat, aber ihre beste Freundin. Ein, ja, wie soll man sagen, Schäferknecht, ein junger Mann, hat einen Mord begangen, eine junge Touristin vergewaltigt, die Schwester umgebracht und eben die beste Freundin kann entkommen. Und der Roman oszilliert also zwischen einem, wie ich finde, Familienroman. Also wir haben diesen alten Vater, dessen bester Freund wiederum einen Campingplatz in dieser gottverlassenen Gegend versucht hat zu betreiben, der seit dem Verbrechen dann natürlich bankrott geht. Und mich hat an diesem Roman so beeindruckt, erstmal, ich finde, der ist mit einer wunderschönen Lakonie erzählt. Das sind relativ kurze Kapitel. Und es erzählt eben, Clara, du hast es vorhin schon gesagt, also für mich ist das ein Roman über Verwurzelung. Also es ist, ich würde sogar fast polemisch sagen, ja, das ist ein Heimatroman. Und es ist aber auf eine merkwürdige Weise auch, ich weiß gar nicht, ob es das Genre schon gibt oder es nur in Italien geben kann. Ich würde sagen, es ist ein feministischer Heimatroman, der mich tatsächlich auf eine Weise berührt hat, dass ich, ja, also das finde ich ist analytisch ganz schwer zu beschreiben, aber das Buch hat emotional sehr viel, merkte ich beim Lesen mit mir gemacht. Also ich finde das Wort feministisch in dem Kontext ganz spannend, weil ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, das Buch bedient für mich fast antifeministische Narrative, weil ich finde, wir sehen total extrem, die Frau ist immer das Opfer. Die Frauen sind in dem Roman total Opfer ihrer Umstände. Sie werden vergewaltigt, sie werden ausgeraubt, sie sind abhängig von Männern. Lucia ist abhängig von ihrem Vater. Sie hat es nie geschafft, sich zu emanzipieren, also die Mutter. Amanda, die dann total feststeckt wieder in diesem Dorf, in den Abruzzen eben. Und auf der anderen Seite sehen wir eben die Männerbilder und die Männer, finde ich, werden als Patriarchen und als Täter dargestellt und das sind für mich eigentlich Narrative, die nicht so wirklich zum Begriff feministischer Heimatroman passen. Naja, wir sind in Italien, die Frauen halten hier glasklar den Laden zusammen. Also der Vater zum Beispiel, es gibt da eine kompliziertere Verwicklung mit diesem verrotteten Campingplatzgelände. Was ist das Erste, was er macht? Er kommt plötzlich zu seiner Tochter und will ihr das irgendwie plötzlich schenken. Die kapiert dann erst, okay, der Alte will dem Problem aus dem Weg gehen. Deshalb, also ich bin mir, aber das ist eine interessante Differenz. Also ich hatte ja eher bei Perlenbrauerei, wo die mir eben alle als Manimals vorgeführt werden, dachte ich, ja, hatte ich hier eher den Eindruck, nein, also das ist, also mein, dieser Mann, der Ehemann, der Ehemalige, der in Turin Karriere macht und weg ist, also ich fand es auch eher interessant, die Männer kommen anscheinend, also zumindest in der jüngeren Generation, leichter weg, die Frauen bleiben doch irgendwie mit dieser merkwürdigen, harten und aber auch gleichzeitig faszinierenden Landschaft verwurzelt. Das ist ja aber auch keine unbedingt freiwillige Entscheidung, also dieser Ort, an dem dieses schreckliche Verbrechen geschehen ist, das ist eigentlich ein Scherbenhaufen. Und da sind diese wenigen Frauen, die den irgendwie versuchen zusammenzuhalten. Und wenn man loslässt, dann fällt das alles in sich zusammen und verletzt vielleicht noch mehr Leute. Und ich glaube nicht, dass das, ich glaube, das ist eine riesige Last für diese Frauen, die in diesem Buch vorkommen. Die Mutter, die Tochter, das sind alles Frauen, die darunter leiden und immer noch dieses generationale Trauma in sich tragen. Pauline sagt gar nichts mehr. So schlimm. Realistisch ist das Buch sicherlich. Feministisch eher nicht. Da würde ich mich anschließen. Okay, das ist wirklich interessant. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich das neue Genre des italienischen Feminismus einführen, der, glaube ich, wirklich was damit zu tun hat. Also nein, diese Frau, also ich, das ist interessant. Ich habe das nicht gelesen, dass die in dem Sinne nur leiden. Also die werden mir überhaupt nicht als Opferfiguren, also ich habe die nicht null als Opferfiguren gelesen, sondern, also klar, die Opfer des Verbrechens natürlich. Aber zum Beispiel diese Mutter, also die Erzählerin,
die hier bleibt, die weiß, sie gehört, sie kommt aus dieser Landschaft auch nicht fort. Also, und sie verkitscht die ja überhaupt nicht. Im Gegenteil, die kämpfen ja auch am Schluss darum, dass nicht irgendwelche Investoren aus Pescara von der Küste anfangen, da irgendwie Porsche Resorts reinzubauen. Also das ist auch wie ein Pflichtgefühl dieser Landschaft gegenüber, die aber eben auch in ihrer Härte gezeigt wird. Ich würde halt sagen, Lucia ist total abhängig von ihrem Umfeld. Also sie ist irgendwie abhängig von ihrer Tochter, von der sie sich nie ganz lossagen kann. Sie ist abhängig von ihrem Vater, den sie irgendwie alleine lassen würde, wenn sie ihrem Ehemann nach Turin folgt. Aber sie will auch irgendwie ihren Ehemann nicht alleine lassen. Und sie ist total hin und her gerissen. Und sie trifft kaum eine Entscheidung für sich. Sie ist immer irgendwie in ihrem Umfeld, um es ihrem Umfeld recht zu machen. Und dann am Ende geht ihre Tochter weg und sie ist wieder alleine. So, sie ist totales Opfer ihrer Umstände und sie nimmt aber auch nicht ihr Leben in die Hand. Also ich finde, sie ist auch in sich kein feministischer Charakter, weil sie, also sie stellt vielleicht so einen gewissen Typ Frau ganz gut dar, aber sie, also ich würde nicht sagen, dass sie irgendwie einen Emanzipationsprozess durchlebt. Ich würde das von eigentlich keiner Frau in diesem Roman behaupten. Ich möchte auch noch sagen, dass ich schon finde, dass die Frauen eigentlich die ganze Zeit leiden. Mir fällt jetzt keine Szene ein, wo sie irgendwie mal glücklich ist mit der Welt im Reinen. Chor singen zum Beispiel? Ganz, ganz, ganz am Ende, damit es noch irgendwie ein schönes Ende hat, dieses ganze deprimierende Buch. Nein, aber ihr fandet das finde ich jetzt wirklich eine interessante Differenz. Vielleicht ist es auch eine Altersfrage. Ich meine, die Hauptfigur ist eher mein Alter als eures. Also ich fand das gerade überhaupt nicht deprimierend. Also für mich hat dieses Buch ein Schweben zu sagen, ja, also klar, das ist überhaupt kein spektakuläres Leben. Das ist natürlich ein, wenn man so will, einfaches Leben, wobei man sagen muss, diese Verhältnisse, aus denen die kommt, also immerhin hat sie dann die, sie hätte, sagt sie auch mal, sie hätte lieber Medizin studiert, aber sie arbeitet dann halt als Physiotherapeutin. Das ist aber auf eine Weise, also eben ganz anders als zum Beispiel die junge, wütende, ehrgeizige Schriftstellerin bei Rebecca Kuang, die sagt, also ich muss Spuren auf der Welt hinterlassen, wenn ich einfach nur mit dem Wind gehe. Ist das so, es hat sowas, so eine angenehme Stille. Also wir sind ja in so einer dauerlauten Zeit und ich glaube, dieses Buch hat so mich für sich eingenommen, weil ich fand, es geht so eine große Ruhe und Stille davon aus, aber vielleicht erscheint das, wenn man jünger ist, dann eher als Depression. Also ich glaube, was das Ende weniger deprimierend macht, ist, dass man am Ende dieses Motiv hat von Frauen, die sich miteinander solidarisieren. Also es gibt ja diesen Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Das Buch ist eigentlich eher so eine Gegenthese dazu, würde ich sagen, weil man dieses Trauma hat und diesen Schmerz in sich trägt seit Jahren und der geht nicht weg mit der Zeit. Und es braucht dann eigentlich diese junge, ungestüme Tochter, die zurückkommt in die Heimat und mit ihrer Mutter gemeinsam und den anderen Frauen in diesem Ort das wieder aufbaut und versucht, diesen Schmerz zu heilen. Also ich glaube, das ist ein Motiv, was mich wirklich berührt hat am Ende. Na, wenigstens eine wurde noch von irgendwas berührt. Ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich. Das hat einen sehr großen Spaß gemacht. Bei Ihnen bedanke ich mich gleichfalls und ich möchte Ihnen noch unsere ZDF-Mediathek zum einen ans Herz legen. Dort finden Sie nämlich die, wenn man so will, Ü21-Ausgabe vom Quartett vom vergangenen Freitag. Und in dieser Ausgabe reden wir unter anderem über Martina Hefters Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir?, der vor wenigen Tagen mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden ist. Und gleich noch eine Ankündigung. Morgen bzw. heute Abend, also auf jeden Fall Samstagabend um 21.50 Uhr, können Sie auf Dreisat die Literaturgala sehen, die ich gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen Dennis Scheck moderieren werde. Und unsere Gäste sind dann unter anderem der italienische Journalist und Schriftsteller Roberto Saviano und die US-amerikanisch-polnische Journalistin und Historikerin Anne Applebaum, die am Sonntag in der Paulskirche mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wird. Mir bleibt nur zu sagen, bleiben Sie noch ein wenig am Lesen.